Herzlich willkommen zum dritten Teil Pokémon Kristall Edition. Ich bin der Conny und bin hier irgendwo gelandet. Ihr wisst ja vielleicht von den ersten beiden Teilen, dass ich dieses Spiel nie wirklich gespielt habe. Es ist hier die Stadt der duftenden Blumen, deswegen bin ich auch mit vielen Mechanismen noch nicht wirklich vertraut. Aber zum Glück helft ihr mir ja fleißig in den Kommentaren bei YouTube. Ich habe schon ein paar Tipps bekommen, weiß also jetzt, dass bei diesen ganzen Skills zum Beispiel diese APs Aktionspunkte sind. Das heißt also, jeder Skill kann nur eine bestimmte Anzahl oft verwendet werden. Und dementsprechend muss man dann eventuell ins Poké-Center zurück, um das Ganze aufzuladen. Also jetzt gucken wir mal, was der hier sagt. Du bist doch ein Anfänger, oder? Das ist okay, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du willst, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Ja, gerne. Also gut, folge mir. Da gehen wir doch gleich mal hinterher. Das ist ein Pokémon-Center. Das heißt, glaube ich, in den aktuellen Teilen ja nur noch Poké-Center, ne? Ich spiele aktuell noch parallel übrigens auf dem Nintendo 2DS die schwarze Edition 2. Aber da bin ich genauso am Ausprobieren und durchgucken. Also hier ist ein Pokémon-Center, hier kann ich meine Pokémon heilen. Du wirst diese Dienste sehr oft in Anspruch nehmen müssen. Ja. Das ist ein Pokémon-Supermarkt. Hier werden Bälle verkauft, mit denen du Pokémon fangen kannst. Das ist ja in den neuen Teilen alles in einem Gebäude, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Außerdem findest du hier viele nützliche Items. Gut. Wissen wir auch Bescheid. Zur Route 30 geht es hier entlang. Du wirst dort auf viele Trainer und ihre Pokémon treffen. Das wird auch nochmal spannend werden. Darum geht es ja eigentlich im Spiel. Wie du sehen kannst, befinden wir uns hier am Meer. Manche Pokémon findet man nur im Wasser. Okay. Schönes Städtchen hier. Hier, das ist mein Haus. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Lass mich dir ein kleines Präsent geben. Bekomme ich jetzt Pokebälle? Ach, schade. Conny erhält ein Kartenmodul. Der Pokécom von Conny verfügt nun über eine Karte. Der Pokécom wird vielseitiger, wenn du ihn mit Modulen erweiterst. Ich wünsche dir viel Glück für deine Reise. Dankeschön. Gibt es denn eine Möglichkeit, diese Karte auf einen Screenshot zu legen? Screenshot, auf einen Shortcut meine ich natürlich. Wahrscheinlich nicht, weil es gibt ja nur zwei Tasten hier beim Game Boy Color. Ah ja. Aber hier sehe ich doch schon mal, wo ich dann entlang kann. Viola City. Okay, ich komme von Neuburgia, bin jetzt in Rosalia City und wenn ich die Route 30 und 31 laufe, komme ich nach Viola City. Okay, jetzt erstmal wieder zurück. Hier wohnt der Typ. Habe ich schon Pokémon eigentlich? Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, klar habe ich. Hier kann ich die Pokémons heilen lassen. Hier direkt am Desk oder guten Tag. Willkommen im Pokémon Center. Hier heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, ja, mach ruhig. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Da ist der Ball. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Kommen jederzeit wieder vorbei. Mach ich. Allerdings habe ich ja nur ein Pokémon aktuell. Ich setze mich mal hier mit an den Tisch, oder geht das nicht von der anderen Seite? Ah ja, dieser PC steht jedem Trainer kostenlos und jederzeit zur freien Verfügung. Dann gehen wir doch mal da kurz hin. Conny schaltet den PC ein. Builds PC, PC von Conny. Ausloggen. Du hast Zugriff auf das Item-Lagerungssystem. Ah ja, okay. Das ist also über Netzwerk sind hier meine Items und Pokémons und so weiter verbunden, wenn ich das hier richtig verstehe. Gut, wir gehen erstmal weiter. Ach, Moment, hier geht's ja noch die Treppen hoch und die Frau frage ich auch mal. Das Kommunikationscenter im ersten Stock ist gerade fertig, aber der Feinschliff fehlt noch. Kann ich da schon hoch dann? Aha. Was kann man hier erleben? Leider wird der Tauschautomat gerade repariert. Hier wahrscheinlich das gleiche, okay. Deswegen fehlt wohl der Feinschliff. Ich kann das nicht wirklich benutzen. Soll mich aber jetzt nicht weiter stören. Gut, dann geht sie erstmal wieder raus aus dem ganzen Spaß. Und dann gehen wir in den Pokémon-Markt. Hier sieht sie aus. Schick. Sehr viele Pokémon-Merchandising. Sehr viel Pokémon-Merchandising. Okay. Was ist das Blaue hier? Ach, hier ist sehr viel Pokémon-Merchandising. Auch eher ungewöhnlich. Was sagt mir der Kollege?
Was? Die Pokebälle sind leider ausverkauft. Hoffentlich bekommt bald eine neue Lieferung. Ach super. Das heißt, ich soll wohl noch keine neuen Pokémon fangen, wenn es nach dem Spiel geht. Wer ist hier in diesem Haus? Möchtest du herausfinden, wie gut du als Pokémon-Trainer bist, dann solltest du alle Pokémon-Arten in Johto aufsuchen und Orden sammeln. Kurz mal in die Karte gucken, wo das genau ist. Wahrscheinlich am Arsch der Welt. Ja, sag mal, wo ist denn diese Stadt? Okay. Finde ich jetzt nicht. Den Ort, den er da gesagt hat. Johto. Vielleicht bin ich ja blind. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare hier bei YouTube schreiben. Wenn ich älter bin, werde ich auch eine Arena, bla bla bla. Damit sie stärker werden. Ja, ja. Dann mach das mal, kleiner Freund. Ins Wasser kann ich auch nicht, obwohl der doch gesagt hat, dass man manche Pokémon nur im Wasser findet. Okay, dann gehe ich wohl die Route hier mal nach oben entlang, oder? Die er mir vorhin gezeigt hat. Damit ich hier überhaupt mal irgendwie was machen kann. Oder komme ich hier links noch weiter? Nee. Also gehe ich jetzt mal diese Route 30 entlang. Ich laufe erstmal hier entlang und gucke mal, ob ein Pokémon ist. Ja. Ein wildes Raupi mit Level 3 sollte für Benny eigentlich kein Problem darstellen. Ich guck mal kurz, ob ich Pokebälle hab. Nee, ne? Ball? Nee, keine Bälle dabei. Okay, wollte ich nur mal wissen. Ich hab's nie mehr im Kopf gehabt. Raserei brauche ich, glaube ich, da nicht. Da reicht's einmal, den Kratzer anzusetzen und das dürfte... Oh! War wohl keine kritische Attacke. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Ja, Raupi ist widerstandsfähig, der Kollege. Schlug fehl. Dann noch einmal kämpfen und dann ist Raupi auch weg vom Fenster. 22 Erfahrungspunkte für Benny und wir sind auf Level 8. Angriff 16, Verteidigung 16, Spezialangriff 14, Verteidigung auch 15 und Initiative 12. Skill haben wir keinen neuen dazu gelernt, stört mich nicht weiter. Hier ist noch ein Pokémon. Hätte einfach runterspringen sollen. Aber gut, so ist es halt. Nochmal ein Raupi. Ein wildes Raupi, Level 4 diesmal. Da würde ich vielleicht mal anfangen, seine Verteidigung ein bisschen zu senken mit dem Silberblick. Ja, man lernt aber dann doch sehr schnell in dem Spiel, ne? Also ich weiß ungefähr, was ich jetzt hier zu tun habe. Ja, das war doch mal ein sehr ordentlicher Schlag hier. Und mit dem nächsten Kratzer ist dann auch Raupi dahin. Benny erhält 30 Erfahrungspunkte und wir ziehen weiter. So, was steht hier? Route 30, Viola City nach Rosalia City. Hier ist aber noch ein Häuschen, da gehe ich davor mal rein. Hier sitzt wieder jemand. Du weißt, dass Pokémon Beeren fressen. Die KP meiner Pokémon sind gestiegen, weil sie eine Beere fraßen. Hier, ich teile mit dir. Conny erhält... eine Beere. Das ist lieb. Conny steckt Beere in Itemtasche. Suche in Bäumen nach Beeren. Sie fallen einfach herunter. Das wusste ich auch noch nicht. Das heißt also, ich kann hier einfach klicken, klicken. Oder hier vielleicht. Das ist ein Obstbaum. Hey, da, das ist eine Beere. Beere erhalten. Okay. So funktioniert der Spaß also. Conny steckt Beere in Itemtasche. Kann ich hier hochspringen? Nee, also ich muss durchs Gras gehen, um hier weiterzukommen. Aber das stört mich ja nicht. Da ist auch schon das nächste Pokémon. Und da hinten ist so ein großer Pokéball. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Jetzt habe ich aber erstmal ein Taubsi, das ich zu bekämpfen habe. Sollte sich eigentlich nicht als Problem rausstellen. Level 8 gegen Level 4. Ich mache erstmal die Raserei bei mir. Da bin ich in der nächsten Runde doch... glaube ich, auch ein bisschen mehr aufgewertet, oder? Täusche ich mich. Benny verfällt in Raserei. Jetzt müsste doch dieser Kratzer sehr viel auswirken, oder nicht? Nee. Okay. Dann habe ich es falsch verstanden, wahrscheinlich. Stört mich nicht. So, Taubsi ist dahin. Und Benny bekommt 31 Erfahrungspunkte. Wir ziehen weiter. Ich will jetzt gerne wissen, was sich dahinter verbirgt. Conny findet... Gegengift.
Conny steckt Gegengift in Itemtasche. Ich dachte, das wäre ein Pokéball. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Was ist das hier für ein Kollege? Ein Poketrainer wahrscheinlich. Das Haus von Mr. Pokémon ist gleich da vorne. Ja, gleich da vorne ist gut, Kollege. Hier links entlang oder rechts entlang? Was ist denn hier los? Moment, ich laufe mal erst in die andere Richtung. Tja, 50-50. Entweder ich laufe hier rechts entlang oder ich laufe hier hoch und guck mal, was hier steht. Los, Radfratz, Tackle. Was? Das ist ein harter Kampf. Lass mich in Ruhe. Ach, die kämpfen hier gegeneinander, die Pokémon, okay. Also da komme ich schon mal nicht durch. Gibt es also nur noch den Weg hier entlang. Und da ist die Frage, laufe ich so? Offenbar bin ich einen ganz guten Weg gegangen. Ist hier wieder eine Beere versteckt? Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Gegengiftbeere. Gegengiftbeere erhalten. Davon habe ich schon zwei. Was ist hier? Ach ja, den Zerschneider, den habe ich ja noch nicht eingesammelt. Mal gucken wir, wer sich in diesem Haus befindet. Das Haus von Mr. Pokémon, zu dem wollte ich ja. Hallo, du musst Conny sein. Professor Lin sagte, dass du vorbeikommen würdest. Professor Lin soll das hier untersuchen. Conny erhält ein Rätselei. Und ich stecke das Ei in meine Basis-Items-Tasche. Ich kenne ein Paar, das eine Pokémon-Pension leitet. Sie gaben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Auch geil übersetzt. Er ist eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind mehr darüber weiß. Eich. Aha! Du bist also Conny. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du hast etwas für Professor Lind besorgt, also habe ich gewartet. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon. Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für Forscher wie Professor Lind und mich sind solche Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass du deine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Ah, du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist die neueste Version des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Conny erhält Pokédex. So, dann haben wir den Pokédex auch. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Dukatia City zu meiner Radioshow. Conny, ich zähle auf dich. Schön. Kehrst du zu Professor Lin zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Ja. Ich bin auf dich angewiesen. Ja, ich kehre gerne zu Professor Lin zurück. Oh, Professor Lind klingelt durch. Hallo, Conny, welch Unglück. Es ist schrecklich. Was soll ich tun? Oh nein, bitte komm schnell zurück. Klick. Was mag da wohl passiert sein? Naja, wir laufen hier mal entlang und gucken mal, dass wir eine Abkürzung finden. Finden wir aber nicht. Gibt's hier vielleicht einen Weg? Nee. Ich muss hier durch. Aber noch kein Pokémon. Ich habe nämlich jetzt auch gerade nicht so Bock auf Kampf. Insofern finde ich das ganz gut. So, Professor Lind war ja irgendwie ganz woanders. Deswegen laufen wir da schnell zurück. Durch Rosalia City. Moment, war Lind in der ersten Stadt oder ist Lind hier? Nee, Moment. Das ist der Fremdenführer. Nee, Lind ist in der anderen Stadt, oder? Bilde ich mir ein. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Welch eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine.
Mein erster Kampf gegen einen Poketrainer, oder was geht jetzt? Okay, na dann gucken wir mal. Endivier in dem Kampf. Los, Benny, dann gucken wir doch mal, was das für ein komisches Getier da ist. Ein Kratzer. So fangen wir erstmal an. Mein Angriff sinkt, okay. Kratzer. Was nehmen wir denn jetzt? Ja, nochmal den Kratzer. Tackle. Noch einmal den Kratzer. Ich denke mal zwei Runden noch, also die und noch eine genau. Dann müsste es durch sein. Oh, er hat einen Volltreffer erzielt, aber stört mich nicht weiter. Denn Endivir ist tot. 67 Erfahrungspunkte für Benny. Level Upgrade auf 9. Und ich habe diesen Poketrainer besiegt. Hmf. Bist du wenigstens froh über deinen Sieg? Conny erhält 300 Poke... irgendwas. Heißen die Poke-Dollar, oder? Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Mhm. So. Geht's wieder zurück, die Route 29. Wo war denn der Lind nochmal? Ich kann mich nicht so wirklich erinnern. Ist das überhaupt noch die richtige Route oder laufe ich hier falsch? Lass mich mal gucken. Nein! Ich wollte eigentlich nicht durchs hohe Gras. Ah, okay. Die Route stimmt noch. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wo der Lind nochmal war. Ich lese erstmal kurz hier. Haus von Conny. Achso, das ist mein eigenes Haus. Schön, dass ich es nicht erkannt habe. Ah, Lind Pokémon Labor. Mal gucken, ob er hier ist. Ja. Ich hörte, dass hier ein Pokémon gestohlen worden sei. Ich habe von Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei dem Dieb handelt es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen genannt? Der Gegnername. Also er hat mir ja seinen Namen genannt, aber es waren drei Fragezeichen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal BA. Für mich mein bester Kumpel. Okay, sein Name war also BA. Danke, dass du mir bei den Ermittlungen geholfen hast. So, ansonsten, wie schon gesagt, ihr könnt gerne weiterhin bei den YouTube-Kommentaren auch Namen mir nennen, die ich dann an die Pokémons irgendwie vergeben soll, ne? Conny, es ist schrecklich. Oh, was hat Mr. Pokémon denn Großes entdeckt? Conny übergibt Professor Lind das Rätselei. Das hier? Aber ist das auch ein Pokémon-Ei? Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Conny, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, Conny, es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Ja, bestimmt. Es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Du solltest die Herausforderung der Pokémon-Arenen annehmen. Die nächste Pokémon-Arena befindet sich in Viola, Conny. Der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. So, das mache ich gleich. Also in der nächsten Folge, im nächsten Teil, werde ich mit meiner Mama sprechen. Und ich werde nach Viola gehen in die nächste Pokémon-Arena. Das wird eine spannende Geschichte werden. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Abonniert mich gerne hier bei YouTube. Und wie ihr mich bei Facebook und Twitter findet, das steht in der Beschreibung dieses Videos. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, danke fürs Zugucken und tschüss.